Willkommen zurück beim Expertentag zum Thema Radverkehr. Jetzt geht es um Fahrradabstellanlagen. Eigentlich ein banales Thema, das aber eigentlich gar nicht so banal ist, oder? Ja, die meisten Dinge, wenn man sich intensiver damit beschäftigt, sind doch nicht so banal, werden etwas kompliziert. Grundsätzlich haben die Leute, die mit dem Rad unterwegs sind, ähnliche Ansprüche wie Autofahrer. Sie möchten das Rad ganz gern dort, wenn sie am Ziel angelangt sind, dort abstellen, wo sie am Ziel sind. Also möglichst vor der Tür oder mitnehmen ins Büro etc. Auch die Autofahrer möchten das. Das ist eine Sache, wo man diese Radabstellanlagen organisiert, also meistens an Points of Interest, wie es so schön heißt, also an allen wichtigen Zielen des Radverkehrs. Von der Ausgestaltung des Radabstellsystems, würde ich jetzt fast sagen, gibt es ein paar wichtige Gesichtspunkte zu betrachten. Aus der Sicht des Radfahrenden sind das aber hauptsächlich Diebstahlsicherheit und entsprechender Komfort beim Abstellen. Diebstahlsicherheit brauche ich nicht näher zu erläutern. Wenn man wieder zurückkommt und wieder mit dem Rad weiterfahren möchte, wäre es nicht schlecht, wenn das Rad noch da ist. Der Komfort ist auch so eine Sache. Das Rad sollte sicher und stabil festgehalten werden von dieser Anlage. Man sollte den Rahmen und ein Laufrad anschließen können an eine Anlage. Und stabil deswegen, man will das Rad ja auch beladen oder entladen. Stellen Sie sich vor, Kindersitz, Kind in den Kindersitz bringen und dort dann entsprechend festschnallen etc. Das heißt, das Rad muss sicher stehen. Ich zeige Ihnen eine Abbildung sozusagen als Ausschnitt einer großen Vielfalt, einen sogenannten Fahrradanlehnbügel. Das heißt, das ist eine bügelförmige Abstellanlage, wo man das Rad anlehnt und entsprechend dann mit einem guten Schloss festsperren sollte. Sie sehen bei diesem Bügel auch die Möglichkeit, dass das Vorderrad gehalten wird, damit das Rad dann auch stabil dort steht. Gut, Dankeschön. Gerne. Bis zum nächsten Teil. Bis bald.